Und damit geht's direkt auch weiter zur nächsten Folge. Ja, der Fix wurde hoffentlich behoben, dass wir fliegen können. Und das heißt, wir können auch hier gleich hier rigoros einfach mal so nach oben. Jawohl. Wir können hier super weiter. Nudeln. So. Jetzt habe ich natürlich keine Öhre gest. Ich würde nett sein zu mir. Sei nett. Zum König. So, wir gehen mal abgrundtief weiter. Glock. Irgendwo da ist es doch. Oh, unser Electric Stuff ist gleich empty. Aber was ich ja vorhabe, war ja noch weiter zu ziehen. Deswegen wollte ich eigentlich ja den Stuff haben. Aber jetzt habe ich den ja so fast schon geleert. So, jetzt noch ein bisschen. Mal rüben, dann können wir alles mitnehmen hier. Ich hatte, glaube ich, ein paar Fäden hatte ich gehabt, dass ich dies halt alles eben machen konnte und dann halt mitnehmen und nochmal ein Stück weiterziehen, dass ich halt immer weiter und weiter komme, bis ich halt weit genug bin oder vielleicht schon ein anderes Dorf sehe, was natürlich auch interessant wäre, und das dann sozusagen auszuspähen. Muss ich mal schauen. Das muss ich mal schauen. Genau, hier unten ist meins. Wo sind denn die Brains? Habe ich die eigentlich? Ne, die habe ich noch gar nicht eingeschmolzen. Ich. Doch, Leder habe ich noch. Aber ich brauche noch Brains. Einmal sortieren. Hier ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Dann haben wir doch hier noch was davon. Kriegen wir das denn irgendwie so? Komm, dann machen wir hier noch zwei weg. Und dann passt der Rest. Wie viel Spinnfäden hatte ich genau? Jetzt lass mich mal überlegen, wie ging das denn nochmal? So. So und so. Und dann so. Ne, es war, glaube ich, andersrum. Verdammt. Verdammt. Ich glaube, sieben Spinnfäden. Und zwei Leder. Genau, da gibt es nämlich dieses Tarnt. Und dann kann man nämlich große Bags machen. Einen kriege ich noch hin. Mist. So, gut. Rein damit. Und dann suche ich mir mal eben schnell das nächste. Ich muss wieder das Essen mitnehmen. Was sind wir denn da? Oh, warte mal, sind die ganzen Dinge ausgeleert? Ich will es hoffen. Ja, alles ausgeleert. Ja, brauche ich einen Stuff extra mitnehmen? Ich glaube eher nicht. Da schmelze ich auch noch nicht ein. Hier müsste Gunpowder rein, ne? Drei Stück. Genau, da kommt. Oh, warte mal, drei Gunpowder. Das können wir später zum Bauen benutzen. Das geht, glaube ich, schneller. Steak, 16 Stück, die nehmen wir mal mit. Kannst du mal bitte weggehen? Entweder gehst du da runter oder ich boxe dich da runter. Immer von der Karte Looky Looky machen. Was denn vielleicht da hinten noch am Strand ist. So, aber mit unserem Stuff, da kommen wir auf jeden Fall gut voran. Flack. Flack. So, wo ist denn hier was? Beziehungsweise, hier war doch irgendwo ein Schiff. Was war das denn gerade? Nix. Achso, hier so was. Warte mal, kann man irgendwo. Ne. Okay, hier geht's nicht runter. Manchmal gibt es auch solche Dinger, da kann man nämlich nach unten gehen. Aber hier gerade anscheinend nicht. Oh, jetzt habe ich mir gar keine Eisenspitzhacke gemacht. Jetzt ist gleich das Stuff auch leer. Ja.
Ich wollte mir doch noch eine Eisenspitzhacke machen. Na komm. Uppa. Nehmen wir gleich die beiden mit hier. Wo habe ich noch ein paar Sticks? Da habe ich welche. Ich nehme, glaube ich, auch die Sticks mit, damit ich, wenn ich ein bisschen Holz habe, das gleich auch verwenden kann. So, eins. Zwei. Nehmen wir vielleicht noch eine davon mit. Und der Rest kommt hier von rein. Die kann noch verbraucht werden da unten und dann ist gut. Den Köcher, den tue ich erstmal hier rein. Dann habe ich nämlich noch Platz für eine zweite Spitzhacke. Die Stuff, die sollte ich erstmal ein bisschen hier behalten. Ja, obwohl hier keine Fire Stuff, den kann ich noch verbrauchen. Und den vielleicht auch noch verbrauchen. Kann ich mir immer wieder neu machen. So, jetzt wollte ich, wie gesagt, mal eben zum Boot gehen. Irgendwo was. Das wäre natürlich interessant. Oh, jetzt... Warte mal, hat sich Inga schon hier hochgebaut? Ich glaube, dann hat er aber mein Dorf nicht gefunden. Beziehungsweise Dorf gefunden, oder? Hä? Oh, jetzt ist das Ding kaputt. Schade. Da hat vielleicht keiner richtig hingeguckt oder keiner hingegangen. Das ist natürlich dann auch Pech für den anderen. Weil da waren ja schon Sachen drin, sozusagen, die man hätte mitnehmen können. Obwohl eigentlich Schutz steht, aber wenn man nicht weiß, von wem, kann man es dennoch rausnehmen. Jo, mein Handyspeicher ist fast voll. Das interessiert mich aber gerade wenig. Mich interessiert gerade, wo ich den nächsten Stuff herbekomme. Da ein paar Dinger mitnehmen. Na, Fleisch haben wir noch ein bisschen genug. Vielleicht finden wir irgendwo noch Chocobos, aber die wollte ich eigentlich ein bisschen später züchten. Ich gucke auch immer auf eine Minimap, weil da gibt es manchmal ein paar Dinger, die man vielleicht noch gebrauchen kann. Uah, nicht. Kann man die nicht ausschalten? Options. Help. Help, Zoom. Wo ist denn Zoom? Next Marker Group. Oh, warte mal, da war doch Zoom. Help. Up and down. Okay, hier geht's nicht. Da geht's nicht. Oh, nur noch zwei von uns. Also zwei gelbe. Ach, zwei grüne und ein gelber nur noch. Oh, Chocobos. Aber die sind uninteressant gerade. Oh. Kohle könnte aber interessant sein wieder. 31 Level, da müssen wir auch mal mit dabei was machen. Und da vorne ist ein Boot, da wollte ich jetzt auch drauf. Nämlich Boot oder sowas, eigentlich wollte ich jetzt eben fertig machen. Zombie kommt da hinten. Der kann eigentlich auch da hinten bleiben. Ne, du Eierkopf. Oh, hier ist eine Eishöhle. Oh, ist das ein Tower? Was geht denn da hinten ab? Seht ihr das? Ist das ein Nether-Tower, der nach unten hingeht? Jetzt muss ich mir auf jeden Fall ein Fleisch mal snacken. Geil, wie kommt der denn hier hin? Das ist doch einer, ja, ja, klar. Ja, wie geil. Aber ich glaube, da werden wir jetzt arge Schwierigkeiten mit haben. Weil die Dinger sind nicht ohne. Geh sterben, Spinne. Erfahrungspunkte, Rüstung. Wie komme ich da am Schloss jetzt hin? Ja, am Schloss so. Boah, Spinne! Auch Minispinne auch noch. So, geh mal drauf. Danke. Und ich habe einen Vorteil gegenüber dem Soul Sand. Ich kann nämlich hüpfen, beziehungsweise gegenüber den Zombies hier. Die können nämlich nicht hier rumspringen. Was ist denn jetzt hier oben los? Spinnen! Spinne, 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 Spinne. Da müsste doch eine Kiste sein, oder nicht? Mal frecher halber das hier einfach nehmen und mal gucken, ob wir da irgendwo die Kiste noch sehen. Die
müsste ja irgendwo hier sein. Da ist er. Nice, nice, nice. Die nächste Kiste ausgeraubt. Ah, Amboss. Enderperlen, alles gut. Und alles irgendwie einlagern. Erfahrungsfläschchen sind immer gut. Ja, gut, Amboss kann man direkt verzaubern. Wenn man alles auf Büchern macht. Haha, hallo. Hallo, Spinis. Oh, geht doch mal drauf. Gar keinen Block, wo ich mit abbaue hier. Nimm das. Hallo, Zombie. Zombie, 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 Zombie. Weiter geht's da unten, weiter geht's da unten, weiter geht's da unten. Zombies, 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 Zombies. Weil die haben nicht den kleinen negativen Vorteil, ich kann hier einfach... Obwohl, außer die kommen jetzt zu mehreren Massen, dann habe ich ein leichtes Problem. Oh, jetzt stirb doch. Stirb doch. So, du jetzt auch noch. Du auch erstmal noch, dann kann ich... Ach nee, komm. Bevor es zu lange dauert. Living Metal Helm. Habe ich den Helm auf? Yep. Hab ich. Ah, geil, wo ist das? Nächster. Spinne. Na gut, die können ja nicht hier durch. Das ist schon mal gut. Da kann ich mich ein paar Spinnfäden wegsnacken. Na. Willst du wohl drauf gehen? So, erstmal die Spinnen, weil die können nämlich über Dinger laufen und die Skelette, die gehen da eben so. Jawohl, da ist, was ich haben wollte, nämlich ein Big Pack. Da habe ich nicht drauf gewartet. Passt nämlich gleich noch mehr rein. Solche Dinger wollte ich nämlich auch craften. Aus solchen Gründen, weil da passt wirklich ultra viel rein. Und bei solchen Zombie-Massen und ganzen Herden hier, das ist der Zombie auch noch hinter mir gekommen. Auch noch ein Jockey. Warte mal. Geht einfach mal bitte im Sterben. Wie ist mal damit hier? Gekloppt. Oh geil, das hat man auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist alles random, also wenn irgendwas doppelt kommt oder öfters hintereinander, kann ich das leider nur noch entschuldigen. Weil das ist wie gesagt random. Und geh, du sterben mal. Oh, Spinne. Meine Güte. Sind du ernsthaft Trollen? Nächster Spawner. Licht einmal rein. Der geht nach unten. Da habe ich nämlich Angst, wenn die nämlich nach unten gehen. Genau. Fisst du dir erstmal selber hier. So. Jetzt haben wir hier Fires, Water Stuff. Eine Phönixfeder. Boah. Phönixfeder ist gar nicht schlecht. Dann können wir nicht, wenn wir jetzt sterben, einmal. Haben wir den kleinen, aber großen Vorteil, dass wir unsere Sachen bzw. direkt wieder leben. Und das wäre ja eigentlich geil. Din, 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 din. So. Dreckiges Arschloch. Mach hoffentlich nicht die Kiste kaputt. Komm schon. So. Das hat nämlich einen kleinen negativen Nachteil hier. Der, ah, der trifft mich doch mal ab und zu mal. Ah. Jawohl. Ah. Schnell hier durch. Puh. Puh. Jetzt kriegt ihr eine Kiste bloß nicht. Egal. Alter, wir haben eine Scale-Rüstung. Nice. Das ist geil, das ist geil. Was sind das hier? Chief Boots. Fette Hammer-Sache. Geil, geil, geil. Boah, mein Adrenalin pumpt ohne Ende.
Und ich würde sagen, auch bei diesem... Können wir jetzt noch mal reingehen? Ich habe nämlich Angst, da eigentlich reinzugehen. Und ich will die Kiste noch da oben haben. Die. Oh, geil. Siehst du, die wollte ich nämlich haben. Hier ist alles raus, ne? Nice. Hiha, sag ich darauf nur. Warte mal, stopp, 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 stopp. Ich glaube, wir sollten mal vorher was essen hier. Geht das Brot hier nicht ganz gut? Jawohl, das geht doch ganz gut hier. No waste, no fun. Oder würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Geh schon mal raus. Würde sagen, ich mache einen kurzen Cut hier. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und HP und tschüss.